Jahresbeginn am Punkendeich, Eiswette wie immer. Aber in diesem Jahr ging eine Ära zu Ende. Der alte Schneider, bürgerlich Burkhard Göbel, gab sein Amt weiter an einen Schweizer. Ich komme als Apulnöflich im Klostertal Bekündigen. Damit bekommt die Eiswette im kommenden Jahr mit Peter Lüchinger einen neuen Anstrich. In diesem Januar überquerten alter und neuer Schneider noch gemeinsam die Weser, natürlich per Boot, wie in jedem Jahr. Nur 3 Tage später, Trauerbeflaggung. Bremen gedachte der Opfer der Terroranschläge auf das Satiremagazin Charlie Hebdo in Paris. Dazu kamen die Menschen in das Haus der Bürgerschaft, um ihre Anteilnahme auszudrücken. Das ist ein Stück Solidarität zu unseren französischen Freundinnen und Freunden. Doch das war nicht die einzige Veranstaltung zum Innehalten. Mit der Aktion Bremen ist bunt, wir leben Vielfalt versammelten sich Ende Januar mehrere tausend Menschen gegen Hass und Gewalt auf dem Marktplatz. Für ein offenes und tolerantes Miteinander gingen Anfang Februar auch viele Bremer Pastorinnen und Pastoren auf die Straße. Sie wollten ein Zeichen setzen, nicht zuletzt wegen der vorangegangenen Skandalpredigt von St. Martini-Pastor Olaf Latzel. Dieser hatte andere Religionen in einem Gottesdienst scharf und beleidigend kritisiert, um das Vermischen der Konfessionen zu unterbinden. Mit dem Ergebnis, dass spätere Gottesdienste in der Martini-Kirche unter Polizeischutz stattfanden. Polizisten sicherten auch, in dem Fall schwer bewaffnet, Ende Februar die Bremer Innenstadt. Terroralarm, die Innenbehörde habe konkrete Hinweise auf Anschläge erhalten und durchsuchte im Zuge dessen auch das islamische Kulturzentrum am Breiten Weg. Ohne etwas Verdächtiges zu finden, wie sich später herausstellte. Allerdings kamen später offensichtliche Fehler in der Polizeiarbeit ans Licht. Und das werden wir aufarbeiten, wer für welche Entscheidung die Verantwortung zu tragen hat. Diese Aufarbeitung mündete Ende des Jahres schließlich in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der auch im kommenden Jahr noch weiter an dem Fall arbeiten wird. Im März stieg mal wieder ein Nordderby in Bremen. Ein akut abstiegsgefährdeter HSV wurde mit 1:0 geschlagen. Der Dino muss auch mal absteigen. Wir waren mal unten, also sollen die auch mal wissen, wie es ist. Einmal runtergehen sollen sie schon. Mich würde es freuen, wenn sie absteigen würden. Es kam bekanntlich anders und der Bundesliga-Dino hielt zum 2. Mal in Folge die Klasse in der Relegation. Dann wurde es zunehmend politisch in der Stadt. Die Bürgerschaftswahl stand an und im Wahlkampf waren die politischen Schwergewichte wie Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Gast in Bremen. Die Spitzenkandidaten machten Werbung für sich, so auch Bürgermeister Jens Börnsen von der SPD. In der Politik tritt man an für eine Legislaturperiode. Das sind in Bremen 4 Jahre und dafür trete ich an. Das heißt, wenn nichts dazwischen kommt, bleiben Sie? Ja, wenn nichts dazwischen kommt, ja, klar. Im Leben kann viel dazwischen kommen, aber ich gehe davon aus, es kommt nichts dazwischen. SPD kommt. Kam es aber doch, und zwar am 10. Mai. Das schlechteste Wahlergebnis der Bremer SPD überhaupt. Die SPD hat dennoch einen klaren Regierungsauftrag. Wir liegen 10 Prozentpunkte vor der nächststärkeren der CDU und diesen Regierungsauftrag nehmen wir an. Rot-Grün konnte mit knapper Mehrheit weitermachen, der Bürgermeister selbst aber zog Konsequenzen und verzichtete auf weitere 4 Jahre im Amt. Sein Nachfolger wurde dann im Juli offiziell vom Parlament gewählt. Carsten Sieling führt die Regierungskoalition als Bürgermeister und Präsident des Senats durch die Legislaturperiode. Und eine seiner Regierungserklärungen hatte gleich eines der großen Themen dieses Jahres als Überschrift: den Flüchtlingszustrom aus Kriegs- und Krisengebieten. Bis zum Ende des Jahres haben in Bremen rund 10.000 geflüchtete Menschen Schutz gesucht. Wer es jetzt nicht verstanden hat, dem ist in einer Weise nicht mehr zu helfen, dass Deutschland, aber auch Europa Einwanderungsländer werden und sind. Einwanderungsländer werden und sind. Der Weserkurier nahm sich der emotionalen Debatte um die Flüchtlinge in einem 8-seitigen Dossier an. Darin wurden 100 Fragen von Leserinnen und Lesern sorgfältig beantwortet, um dem Thema eine sachliche Grundlage zu geben. Im Sommer bekam Bremen nochmals hohen Besuch. Zum 150-jährigen Jubiläum der DGZS wurde ein neues Rettungsboot auf dem Marktplatz getauft von Bundespräsident Joachim Gauck und seiner Lebensgefährtin Daniela Schad. Reichlich Blitzlicht dann in der Sommervorbereitung von Werder Bremen. Fototermin mit der Profimannschaft. Diese sollte sich jedoch noch gravierend verändern. Der Abgang von Torjäger Franco Di Santo zu Schalke. Ausgerechnet am Tag der Fans traf Werder hart. Aber ein Lichtblick landete noch am Bremer Flughafen. Stürmerstar und Werder-Legende Claudio Pizarro
unterschrieb zum dritten Mal bei Grün-Weiß und versetzte die Fans in Euphorie. Dass der Peruaner aber auch kein Übermensch ist, lässt sich nun nach Ende der Hinrunde an Platz 16 der Bundesliga-Tabelle ablesen. Eine kulturelle Instanz im Sommer ist die Briminale. Und dort kamen viele Musikstars zum Plausch vorbei. Herzlich willkommen bei Weserkurier on Top, dem höchsten Interview auf der Briminale. Herz über Kopf. Wie sieht denn das aus, wenn Jore Songs schreibst? Schließt du dich dann im Keller ein oder sitzt du wie hier so auf dem Turm oder wie machst du das? Ja, meistens sitze ich auf meinem Turm und genieße das, winke meinen Freunden zu. Eine Weserkurier-Serie führte über Monate einmal rundrum um Bremen. Als Grenzgänger war Chefreporter Jürgen Hinrichs auf dem fast 160 Kilometer langen Rundkurs unterwegs. Zu Land, zu Wasser, immer auf der Grenze. Auf 17 Etappen sammelte er Geschichten, traf Menschen, die mit der Grenze zu tun haben, bei Wind und Wetter, vor Hafenpanorama und in der Idylle der Natur. 2015 war auch endlich mal wieder die Sail an der Reihe. Schiffe, Schiffe und nochmal Schiffe in Bremerhaven. Und wieder war das Staatsoberhaupt zu Gast. Bundespräsident Joachim Gauck eröffnete das maritime Spektakel und fühlte sich als gebürtiger Rostocker sichtlich wohl bei der Schiffsparade. Erst in 5 Jahren sind die Windjammer wieder in der Seestadt. Gar nicht mehr wieder kommt ein ganz anderer Mann. Ende August brachte Stefan Raab seinen Bundesvision Song Contest nach Bremen mit. Zum letzten Mal fand der mit dem ProSieben Allrounder statt, denn Raab hängt seine Fernsehkarriere an den Nagel. Ob und wie es mit dem Musikwettbewerb der Bundesländer weitergeht, ist derzeit offen. Einen runden Geburtstag feierte im September der Weserkurier. 70 Jahre gibt es den Zeitungstitel nun in Bremen. Und zum Gratulieren schauten unter anderem Werders Ehrenpräsident Klaus-Dieter Fischer, Bremens neuer Bürgermeister Carsten Sieling und viele weitere Gäste am Pressehaus vorbei. Ein Grund zu feiern ist natürlich in jedem Jahr der Freimarkt. Bei der 980. Ausgabe des Volksfestes stellte die Interviewserie Eine Runde mit die Journalistin und die befragten Prominenten vor gewisse Herausforderungen. Was sagen Sie zur Transitzone? Ich finde, das ist ein überlegenswerter Vorschlag. Gegangen. Ja, auch in den Autoscooter. Wenn man das wirklich wissen will, ne, dann muss man sich ein anderes Setting suchen als die Welt im Haus. 3, 2, 1, und kaum war der Freimarkt zu Ende, stand bald schon der Weihnachtsmarkt im Veranstaltungskalender. 3 Tage früher als die Jahre zuvor wurde er eröffnet. In diesem Jahr genau am Tag des Staatsaktes für den verstorbenen Altbundeskanzler Helmut Schmidt. Eine Schweigeminute für die Terroropfer von Paris gab es ein paar Tage vorher schon. Bremen hielt inne. Für einen Moment stand der Großteil der Stadt still. Einen Grund zur Freude gab es zum Ende des Jahres aber doch noch. Der Zoo am Meer hat wieder Nachwuchs, genauer ein Eisbärenbaby. Zum 2. Mal innerhalb von 2 Jahren und darüber hinaus völlig unerwartet ist das in Gefangenschaft seltene Ereignis eingetreten. Eisbärmädchen Lale hat also ein Geschwisterchen bekommen. Zurzeit schreit es und trinkt es und nervt Valeska. Und damit der Nachwuchs auch gesund bleibt, bittet der Zoo um Rücksichtnahme beim Silvesterfeuerwerk in der unmittelbaren Nachbarschaft. Womit das Jahr 2015 so gut wie Geschichte wäre. Uns bleibt nur noch zu sagen, kommen Sie gut ins neue Jahr.